Und, meine Damen, meine Herren, es ist zum Rehren. Weiter geht's hier mit der 7-Wars-Wild-Vorbereitung. Flugzeugabsturz in der Wildnis. Was ist da passiert? Das Frechdachs-Duo, Freunde. Wir schauen rein. Es geht los. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. Schon mitbekommen? Wir haben jetzt den neuen Zweitkanal Dachsbrüder. Ihr wollt wissen, wie unser Arbeitsalltag aussieht? Auf dem Zweitkanal nehmen wir euch eine Woche mit. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Fritz Meinecke und... Das sieht irgendwie ein bisschen witzig aus, das Ding, oder? Mit den kleinen Propeller da? Kriegst du das kontrolliert, so ein Dingeldings da? So ein Ringelding? Ich will eigentlich nicht mehr. Kommt man da noch raus aus der Sam-Versus-Wild-Thematik? Nee, du hast schon zugesagt, weil du wieder so voreilig sein musst. Ich bin alt. Ich brauch das nicht mehr. Ich gehöre zu der älteren Generation. Ich bin jetzt langsam im Rentenalter. Oh, das regt mich so auf. Ja, dann geh nach Hause, Junge. Fahr nach Hause. Ja, Bruder, ich sag's euch auch, Freunde, Jens muss da mit mir jetzt richtig durchziehen. Wir müssen uns echt gegenseitig motivieren. Wir haben Staffel 2 so viel gegeben, dass unsere Survival-Substanz aufgebraucht wurde. Aber wir gehen da jetzt in diese Staffel 3 rein, dass es sowas von einer Revolution gibt. Wir bauen da Häuser hin. Na, Spaß. Scheiße. Na, das wird nichts. Vorher Staffel 2 war einfach ein Sterbeprozess. Wir haben einfach nur abgenommen. Knossi über 10, 11, 12 Kilo, ich 8. Ja, sind die 7 Tage ein Kokosnuss, das war's. Dann... Die 7 Tage waren so unfassbar lang und einsam und alles. Es war so schlimm. 14 Tage, das heißt doppelt so lang. Wenn wir es nicht schaffen, uns da Essen zu holen, dann können wir keine 14 Tage schaffen. Zu zweit ist zwar besser, aber gleichzeitig stellt es auch andere Hindernisse wieder an den Tag. Und ich bin echt gespannt. Entschuldige, nochmal. Wir haben es gut gemeint. Ja, bist du wahnsinnig. Check mal den Pump aus, den ich hier habe. Im Unterarm. Ja, im Unterarm. Ja, aber ich gehe echt, muss echt sagen, in einer stabilen Form rein. Also bin schon, mitunter in der besten Form meines Lebens. Also schauen wir mal. Auch ein paar Brüste. Aber die Form, was ist da los, ne? Boah, Bizepsblast. Mein Gott. Bizepsblast. Da komme ich mit meiner kleinen Quarkbrust, komme ich nicht an. Schäm dich nicht, aber finde eine Lösung. Das ist er doch, der Was? Hä? Wird das mit KI gemacht? Oder sind das alles Aufnahmen von Dingen, die wir echt gesagt haben mal? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, Freunde. Das muss ich jetzt unbedingt wissen. Aber das Frechdachs-Team, ihr könnt es dir wirklich überlegen. Da kann man doch mit KI mittlerweile sowas, wenn man die Stimme hat, selbst erstellen. Dann könnt ihr die wildesten Stories rausschallern. Aber ich glaube, das ist vielleicht eh schon so teilweise, oder? Habe ich das mal gesagt? Ist er doch, der deutsche Mowgli. Der ist doch wie für das ganze Ding gemacht. Der deutsche Mowgli. Boah, ist das gute Grafik, ist das gut gemacht. Martin? Ich weiß, dass die Aussetzung wahrscheinlich bei Seven in the Wilds wieder eine ganz große Rolle spielt. Ich habe keinen Bock, nochmal irgendwo rauszuspringen. Das ist ja ein Fallschirm, ne? Bitte, hör auf, der soll ruhig sein. Da scheißt du dir schon ein bisschen ein, oder? Oh, was ist passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Oh mein Gott, das wird halt unser Ende hier drin. Boah, siehst du? Sagt ehrlich, wie geil ist das? Der soll ruhig sein! Jetzt wirbelst du dir doch alles weg, oder? Oh, er muss kotzen. Sascha muss kotzen. Ah, Sascha! Was ist denn mit dir los? Was ist mit dir los? Ich sehe Knossi in Staffel 3 schon die ganze Zeit mit dem Dialekt reden. Oh, ich sage euch ehrlich, ich freue mich so drauf. Oh, scheiße. Alles gut mit euch? Ja. Ey, ihr vergesst eine Kleinigkeit. Der Pilot. Wait, what? Aber er hat es schon überlebt, oder? Keine Sorge. Also, ich gehe davon aus, dass er es schafft. Oh. Okay, oh. Dann geht's jetzt los. Champion of the Champion. King of the Jungle. Wo sind die Fans? Was ist jetzt wirklich mit diesem Bärenproblem? Weil Sascha, der hat richtig Angst vor den Tieren halt, ne? Um Gottes Willen. Ja gut, muss man mal aufpassen, dass da nicht einer irgendwie über... Also okay, Ruhe. Okay, wie sieht es aus? Ruhe. Gottes Willen. Aber die Form hier, die ist doch absolut legendär. Wie wild ist die Form, Freunde? Diesen KFA, und mit dieser Form kann ich nicht reingehen, muss ich sagen. Aber schau mal kurz, Formcheck. Ist trotzdem nicht schlecht, glaube ich. Ja. Ja, so, das kann man jetzt da schwer sagen, aber... Ach, da ist gutes Licht, bist deppert. Schaut euch das mal an, Freunde. Was da für Licht? Naja, aber jetzt machen wir weiter. Was mit Essen? Puma? Warum? Weil es super lecker ist. Was ist, wenn ich gegen Puma-Haare allergisch bin?
Also ich nehme da immer eine Tante. Was ist, wenn ich gegen Puma-Haare allergisch bin? Wann hat der das gesagt, der Knossel? Ah, ich mag den so gern. Ihr müsst euch vorstellen, natürlich, wir sind jetzt auch keine Schulfreunde, die sich seit 20 Jahren kennen. Und sogar für die wird es schwer sein. Stell dir mal vor, ihr seid da draußen mit eurem besten Freund. Aber auch da, 14 Tage in Stresssituation, keiner hat was zu essen, kein Schlaf, Mücken, gefährliche Tiere. Ich glaube, da wird sich jeder mal fetzen. Also ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Aber ich hoffe, dass wir das gut schaffen. Ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir sind beide gewillt, da durchzukommen. Schauen wir mal. Packung. Taschentuchpackung, schön klein. Okay, abschließende Frage. Gibt's Mücken? Na klar. Es wird komplett kacke sein. Was ist deine Prediction? Denkst du, wir halten die 14 Tage durch? Ich glaube nicht. Nice. Ja, jetzt pass auf. Was sind unsere Fähigkeiten? So, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also ich sehe mich ganz klar in unserer Beziehung als die Frau. Ich bin der Sammler. Bist du deppert? Bitte, Sascha. Du warst doch bei Dings Bundeswehr. Ich möchte die Frau sein. Wunderschöne Frau. Danke dir. Ich sag dir, was ich mache. Du hast die Konstruktion im Kopf und ich hol dir ein paar Stöcker. Dass du einfach... Ich bin da. Ja, Freunde, mit wem bin ich da draußen? Ey, Scheiße. Ich glaube, er kann genauso viel wie ich. Aber immerhin, Feuer. Er hat ein Feuer geschafft. Ist schon mal echt sehr krass, was ich nicht geschafft habe. Soll ich mal sagen, gut, ich hatte auch keinen Feuerstall, aber trotzdem. Ach, ich glaube, gemeinsam schaffen wir das. Einen zweistöckigen Bungalow dahin baust. Ich bin echt kein guter Häuslebauer. Ich kümmere mich um die Tierwelt. Du hast ja Angst vor den Bären. Ich kümmere mich darum, dass ich die Sprache lerne. Wallabila! Wir haben selber Pferde. Wie gut ist da Knossi dargestellt? Das ist alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche. Ich habe gestern im absoluten Regen gestanden. Ah. Es hat nicht geregnet, es hat geschüttet aus Eimern. Oh Gott, nein, kein Regen. Es ist halt auch nur Wasser, Freunde. Wenn wir schon einen feuchten Schlüpper kriegen, weil es regnet und weil man auch mal nass ist. Also sorry. Dieser Regen, der hier ist, hat nichts mit dem zu tun, was man sonst kennt. Da ist man halt mal nass. Und dann fangen wir an zu weinen oder was? Also, das wirkt für mich so ein bisschen wie so ein neunjähriges Kind, mit dem du sachlich halt nicht reden kannst, wo du sagst, Kevin, wir haben doch besprochen, dass du jetzt erst dein Zimmer aufräumst, dem hast du auch zugestimmt und dann gehen wir auf den Spielplatz. Und der räumt einfach sein Zimmer nicht auf. Und du denkst dir, Kevin, dann gehen wir halt auch nicht auf den Spielplatz. Willkommen, so meine heldenhaften Wildnisabenteurer. Ikea-Tasche, die blaue. Wer ist er? Mit der Ikea-Tüte, den kenne ich nicht. Wir kennen uns doch schon. Ikea-Tasche. Ah, stimmt, ja, ja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr nach etwas Komfort in der Wildnis sucht. Keine Sorge, ich habe genau das Richtige für euch. Vom knuffigen Klappstuhl bis hin zum stilvollen Sofa. Möbel für die Einrichtung schön und gut, aber wollt ihr nicht etwas Leben in die Bude bringen mit einer schönen Pflanze? Ich weiß nicht. Ich hätte zum Beispiel einen kantigen Kaktus. Viererkaktus. Wenn ihr euch den Abend versüßen wollt, hätte ich da noch eine zauberhafte LED-Kerze im Angebot. Stell dir vor, die Sonne geht langsam unter, die Vögel lassen ihr letztes Lied erklingen und ihr sitzt gemeinsam eng aneinander geschmiegt bei sanftem Kerzenschein zusammen. Das nehme ich. Gute Entscheidung. Und deswegen habe ich immer meine Ikea-Tasche dabei. Ich sag... War das Werbung? War das... Da stand Werbung, Freunde. Ich glaube, das ist mitunter die bestplatzierte Werbung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Traum. Und deswegen habe ich immer meine Ikea-Tasche dabei. Ich sorg für Verpflegung und der Sascha für Komfort. Wow. Was? Ich sag für Verpflegung und der Sascha für Komfort. Jungs, wie schön ist es? Wie ist, sag gut ganz ist ehrlich, das gemacht? Wie schön ist es? Bro, bei uns wird's so gemütlich. Ja? Und das am ersten Tag. Ey, Sascha, versprech mir nichts, was nachher nicht halten kannst, dann sitze ich da. Ich will dir jetzt meine ersten Gedanken präsentieren. Schau jetzt mal her. Du siehst da, es ist Feuer, gell? Haben wir uns erhangen oder was? Warum hängen wir? Ja, wir sind nur unsere Köpfe, das ist von vorn. Eigentlich gehen die Beine so nach hinten so zurück. Schmeiß den Zettel weg. Was ist denn unser Dach? Was ist denn das Dach? Die Folie. Sascha, die Folie überm Feuer brennt schon ab. Da ist die Idee schon zu Ende. Scheiße. Scheiße. Oh je, das wird was. Ah. Boah, da hat er mal richtig jetzt Gas gegeben und jetzt ist so wirklich perfektionistisch fast das Ziel erreicht. So eine kleine
süße 20 Quadratmeter Hütte. Was baut ihr denn da? Sag mal, läuft ihr rund? Was ist das denn? Zirkuszelt? Einfach Zirkuskrone in den Wald gebaut. Keine Ahnung, nervt nicht damit so? Es ist gleich manegefrei. Was ist das denn? Warum so gemein? Wo kommt die Plane her? Hallo, wo kommt die Plane her? Kam die, ist die übers Wasser gekommen? Zufällig oder was? Ganz schön gemein. Aber du zeig mal deine Hütte. Alter, das ist sie. Wo ist mein Applaus? Du hast basically nichts. Ich bin ja kein Schreiner. Dach undicht. Hab ich eine Leiter oder was? Hä? Was glaubt ihr denn? Hä? Ich weiß in der Theorie natürlich, wie Dachbauen geht. Mit so, zack, zack, dann binde ich die Stöcke fest, zack, zack. Ich habe eine eigene Methode. Ja, es ist so gut gemacht, echt. Im Kopf. Ah, jetzt. Es könnt ihr den ganzen Tag anschauen. Ja, das wird sein. Hallo Martin. Ich schläf genauso durch die Gegend. Und Fritz baut sich schon wieder mit diesen Schnüren des wildesten Shelter überhaupt. Ach, guck, da ist er. Seid gegrüßt. Ey, ich bin jetzt schon den dritten Tag hier. Wie geht's euch? Habt ihr alle gut geschlafen? Was geht mir richtig eigentlich nicht so gut, ne? Geht mir richtig schlecht. Ist echt heftig, oder? Aber ist schön, deine Stimme zu hören. Bau doch nochmal so eine Tarp-Konstruktion im Wald, da haben wir doch so viel gelacht. So, Leute, ich habe jetzt hier was gefunden, eine Jacke, die würde mir ultra gut gefallen. Ist nicht erlaubt. Nee, Martin, ist nicht erlaubt, weil die Jacke hat einen zusätzlichen Ausrüstungsgegenstand direkt an der Jacke verbaut. Genau, das hat er gerade schön zusammengefasst. Ist nicht erlaubt, nee, ist nicht erlaubt, nee, ist nicht erlaubt, nee, ist nicht erlaubt. Ich glaube, Martin braucht mal einen kleinen Lolli, oder? Lolli, erstmal ein bisschen runterkommen, in der Ecke setzen, ein bisschen mal Kopf streicheln. Das eine ist ein Gegenstand, das andere ist Kleidung. Da fangen wir nicht an, jetzt plötzlich alles durcheinander zu wirbeln. Da ist ein Bär! Ruhe, Sascha! Lass mich! Sascha! Lass mich! Ja! Was brüllst du mich so an? Schlecht gefrühstückt oder was? Sind dann vielleicht doch Bären vor. Geil. Guck doch nicht so, Fritz! Dir geht's gut, hä? Dir geht's gut! Max und Johannes, wollen wir vielleicht noch ein Bärenspray irgendwie als Backup reinpacken? Geh nahe ins Haus. Geh ins Haus. Ich muss ja nicht schneller sein als der Bär. Ich muss nur schneller sein als du. Arschloch ist es. Arschloch ist es. Kann ich jetzt wieder alleine sein? Ja, das ist geil. Das sind Bibi und Tina. Ja. Auf einmal was soll man dazu noch sagen, Freunde? Bärenangst ist definitiv da, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist die einzige rationale Gefahr. Nein, nicht die einzige, da kommt noch mehr dazu. Aber Puma-Wahrscheinlichkeit ist echt nicht hoch. Aber wir sind dort und dort leben an der Westküste von British Columbia eine 500.000 Schwarzbären und 7.000 Grizzly- und Braunbären. Und da werden wir ausgesetzt. Genau an der Küste, ja, entlang. Und da sind die alle. Und ich denke mir, also, das kann es ja nicht sein. Also ich glaube, meine Angst ist mittlerweile mehr als nur begründet. Und ich hoffe, dass wir keinen Bären treffen werden. Aber vor allem hoffe ich, dass niemandem was passiert. Und das hoffe ich von ganzem Herzen. Wirklich, von ganzem, ganzem Herzen. Und ich kann auch mal sagen, Fresh Ducks, du, ich küsse eure Herzen. Vielen lieben Dank, dass ihr mir so eine krasse Form verpasst habt. Also wirklich, vielen herzlichen Dank. Ich gehe mit der besten Form meines Lebens, will ich da reingehen. Obwohl Muskulatur jetzt nicht so viel bringt. Aber ich darf halt nicht so viel verlieren an Muskulatur. Das ist halt mein Ziel. Ich bin immer noch Fitness-YouTuber, deswegen muss ich da in einer unfassbaren Form rein. Und was mir da hilft, ist natürlich ganz klar, Freunde, einfach Process ist da einfach die beste Adresse dafür, um den Fitness-Lifestyle zu erleichtern. Ihr wisst Bescheid, Freunde, einfach Videobeschreibung auschecken. Mehr Infos, glaube ich, brauche ich euch nicht geben. Dann wisst ihr schon, was los ist mit den vielen Gratis-Produkten zurzeit. Sascha 10 regelt, Freunde. Tausende Fitness-Produkte warten auf euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Macht es gut. Haut rein. Euer Sascha. Kuss auf die Nuss. Bald geht's los. Was ja was. Scheiße. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.